Es ist natürlich kein Geheimnis, dass jeder für sich selbst ganz persönlich entscheiden muss, in welcher Art und Weise er auf der Langstrecke im Flugzeug am liebsten unterwegs ist. Es gibt Leute, die würden sich auf einem 10-Stunden-Flug auf gar keinen Fall hinten in die Economy Class setzen. Andere können in der Economy Class wahnsinnig gut sitzen, können da gut entspannen, können sogar richtig gut schlafen in diesen Sitzen. Selbstverständlich spielt da auch die jeweilige Fluggesellschaft, das jeweilige Produkt, der jeweilige Flug und so weiter eine riesengroße Rolle. Und natürlich der Preis, der spielt wahrscheinlich die größte Rolle und sorgt dann am Ende des Tages auch dafür, dass viele beim Thema Langstreckenflüge direkt mal wieder draußen sind. Also das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das eine Grundsatzdiskussion ist. Die perfekte Beförderungsklasse ist für jeden ganz subjektiv vollkommen anders. Aber wir müssen uns wohl nicht darüber streiten, dass das, was man bei den Nahostfluggesellschaften bekommen kann, das, was man bei Emirates aktuell für sein Geld bekommen kann, das ist tatsächlich wirklich richtig gut. Und Emirates ist auch gerne mal einen großen Schritt weiter als die Konkurrenz. Und da, bei dieser Fluggesellschaft, wird es jetzt bald etwas Neues geben beim Thema Beförderungsklassen. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, denn da wird im Internet gerade ganz wild drüber spekuliert. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Bei Emirates wird es tatsächlich bald eine komplett neue, für sie komplett neue Beförderungsklasse geben. Wir kennen die aber selbstverständlich schon und zwar wird das eine Premium Economy Class sein. Die gibt es tatsächlich bei den meisten amerikanischen und europäischen Fluggesellschaften. Oft gibt es das sogar auf der Kurz- und Mittelstrecke, aber quasi immer auf der Langstrecke. Und so ein Produkt zwischen Business Class und Economy Class kommt meist tatsächlich richtig hervorragend an. Ist natürlich von Airline zu Airline unterschiedlich, aber es gibt einfach von allem ein bisschen mehr. Es gibt etwas mehr Platz, etwas mehr Komfort, etwas mehr Essen als in der Economy Class und das funktioniert richtig gut. Der jeweilige Sitz, der Service, das unterscheidet sich dann wie gesagt alles nochmal von Airline zu Airline und es gibt meist auch große Unterschiede zwischen Charter- und Linienfluggesellschaften, aber unterm Strich sind wir uns wohl einig, das ist ein durchaus gelungenes Konzept, ein gelungener Ansatz, wird oft sehr gut umgesetzt und ist eine interessante und meist sehr angenehme Art und Weise zu fliegen. Bei Emirates gibt es diese vielversprechende Beförderungsklasse aber tatsächlich noch nicht. Die Flugzeuge der Fluggesellschaft fliegen meist ganz klassisch in 3-Klassenbestuhlung, heißt mit First Business und Economy Class, oder in 2-Klassenbestuhlung nur mit Business und Economy Class. Ein Teil der A380-Flotte von Emirates ist beispielsweise so mit Business und Economy Class unterwegs. Die Flieger haben dann 615 Sitzplätze und das ist auch die höchste Passagierkapazität, die man in einem A380 hier irgendwo auf der Welt finden kann. Zum aktuellen Zeitpunkt hat aber übrigens keine der großen Nahostfluggesellschaften, also nicht Emirates, nicht Qatar Airways und auch nicht Etihad Airways, keiner davon hat eine Premium Economy Class. Emirates wird also von diesen 3 Fluggesellschaften jetzt die erste sein, die diese Beförderungsklasse bei sich einführt. Und zuerst wird man die neue Klasse wohl auf dem Airbus A380 der arabischen Fluggesellschaft finden. Jetzt ist Emirates natürlich eine Airline, die gerne nochmal ein bisschen was oben drauf legt, ein bisschen speziell unterwegs ist. Die Emirates First Class beispielsweise, die galt lange als die beste der Welt im A380. Auch wenn diese ganzen Holzapplikationen, die es bei Emirates da ja auch noch in sehr, sehr großen Mengen an Bord des Fliegers gab, das ist alles so ein bisschen Geschmackssache, aber wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber streiten, das ist ein sehr gutes und sehr besonderes Produkt. Ja, und dann zogen andere Fluggesellschaften nach. Emirates brachte dann jetzt aber eine neue First Class, eine neue erste Klasse, bezeichnet diese selbst als Game Changer. Und ganz klar, ohne Zweifel, das, was Emirates da anbieten kann, das steht wieder recht weit oben mit auf der Liste. Ähnlich ist das auch beim Thema Business Class, da weiß man bei Emirates immer, dass man ein gutes Produkt bekommt. Lediglich die 232-Bestuhlung, die es bei der 777 noch lange Zeit gab in der Business Class bei Emirates, das war immer ein großer Nachteil, weil da gibt es dann zwangsweise einen ja, mehr oder weniger unbeliebten Mittelsitz und das ist in der Business Class quasi nicht mehr zeitgemäß. Das gibt es bei vielen anderen Premium-Carriern nicht mehr. Und bei Emirates wurde das dann auch im letzten Jahr geändert. Mittlerweile werden alle neuen Boeing 777 in einer 222-Bestuhlung in der Business Class ausgeliefert und ich denke mal, auch fast alle alten Maschinen hat man mittlerweile umgerüstet. Aber ansonsten, bis auf diesen Nachteil, sind viele immer sehr, sehr überzeugt von dem, was Emirates da in der Business Class anbieten kann und in der Economy Class ist es selbstverständlich nicht anders. Gut. Ja, jetzt ist es natürlich nur logisch, dass Emirates auch bei der neuen Premium Economy Class ordentlich was auffahren wird. Bis jetzt wussten wir dazu nur, im Jahr 2020 wird die neue Beförderungsklasse bei Emirates zum ersten Mal zu sehen sein und die ersten Sitze wird man im A380 der Fluggesellschaft finden, im vorderen Teil des unteren Decks.
und ja, da etwas mehr als 50 Sitze in der Boeing 777 wird es etwa die Hälfte sein und es sollten keine Schalensitze werden, sagte zumindest der Chef der Fluggesellschaft Tim Clark auf der IATA-Konferenz im letzten Jahr, im Mai oder Juni war das glaube ich, in Sydney. Da sagte er, man möchte ja erreichen, dass die Leute sich für etwas mehr Komfort, für etwas mehr Geld aus der Economy Class hochbuchen in die Premium Economy Class und man möchte eben keine Business Light anbieten, wo Leute dann auf die Idee kommen könnten, sich aus der Business Class nach unten zu buchen, weil es da ja auch gar nicht schlecht ist für deutlich weniger Geld. Klingt irgendwie durchaus logisch, wenn er das so sagt. Aber gut, mehr wussten wir zu diesem Thema also noch nicht und dann wurde natürlich seitdem wahnsinnig viel spekuliert. Man wusste, es wird ein neuer Sitz werden, ein Sitz, den man so noch nicht bei irgendeiner Fluggesellschaft gesehen hat, weil es ist ja Emirates und das Ganze muss ein bisschen spezieller werden. Ja, und dann lief er jetzt vor kurzer Zeit die Aircraft Interiors Expo in Hamburg und siehe da, dort wurde tatsächlich ein relativ spezieller Premium Economy Class Sitz vorgestellt und zwar ein Sitz mit dem Namen Eclipse und der könnte es durchaus werden. Und dieser Sitz bietet für eine Premium Economy Class sehr viel Platz, sehr viel Privatsphäre. Die Sitze sind alle so ein bisschen versetzt zueinander und es sind Schalensitze und es gibt sehr viel Stauraum und man sieht diesen Sitz sofort an, wenn der wirklich in einer Premium Economy Class verbaut werden soll, wenn das eine Premium Economy Class sein soll, dann ist das wirklich etwas Besonderes. Und das passt natürlich zu Emirates. Dazu weiß man außerdem, dass der Sitz ab dem Jahr 2020 verfügbar sein wird und der erste Kunde wird wohl eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten sein. Gut, der Name Emirates fiel an dieser Stelle allerdings noch nicht. Dieser Sitz würde ja auch ohne Zweifel sehr gut in das Produkt passen, was Emirates zum aktuellen Zeitpunkt anbietet. Also der Sitz würde sehr gut zwischen einer Emirates Business und einer Emirates Economy Class passen. Ja gut, das Einzige, worüber man jetzt noch ein bisschen nachdenken muss, ist, dass es, wie gesagt, ein Sitz in Schale ist. Und das würde ja nicht dem entsprechen, was Tim Clark im letzten Jahr auf der Konferenz dann noch gesagt hat. Aber gut, vielleicht hat sich seine Meinung auch etwas geändert. Durch die Schale, also durch den Schalensitz, wird diese Premium Economy Class auf jeden Fall etwas sehr Spezielles. Und Tim Clark hat im weiteren Verlauf des letzten Jahres dann auch noch irgendwann gesagt, es wird eine Emirates Economy Class und aus dem Grund wird es auf jeden Fall special. Na, was soll man dazu noch groß sagen? Es sind sehr interessante Spekulationen, die da gerade stattfinden und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Aber es würde mich hier schon sehr wundern, wenn das jetzt nicht genau so eintritt, wie man sich das zum aktuellen Zeitpunkt denkt. Spannend wird dann natürlich auch noch der Service, der zu einer Premium Economy Class selbstverständlich auch noch dazu gehört. Aber da wird man sicherlich gut vorlegen. Da dürfen wir uns also auf jeden Fall auf etwas freuen. Und wer weiß, vielleicht ist diese Premium Economy Class dann ja auch mal etwas für Stefan und Dominik vom Kanal Global Traveler TV. Den findet ihr in der Infobox. Und dann werden die beiden sich sicherlich nicht allzu viel Zeit nehmen und uns mal ganz genau zeigen, was die Emirates Premium Economy Class kann und was sie nicht kann. Da dürfen wir also sehr gespannt sein und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie steht ihr denn zu einer Premium Economy Class? Ist das für euch eine interessante Art und Weise, im Flugzeug von A nach B zu kommen? Schreibt das gerne in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über Feedback zum Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.